Neuer Plan. Der Vorstand des Regionalverbands Frankfurt-Rhein-Main hat heute eine Richtlinie zum Flächenausgleich bei Änderungsverfahren im regionalen Flächennutzungsplan verabschiedet. Da die Flächen im Ballungsraum immer knapper werden, sollen unter anderem von den Kommunen gewünschte neue Wohnbau-, Gewerbe- oder Sonderbauflächen ausgeglichen werden. Ja, Sie können sich folgendes Beispiel vorstellen. Eine Kommune hat ihre Wohnbauflächen geplant und sich vorgestellt, in den nächsten Jahren diese Flächen für Wohnungsbau zu nutzen. Dann ergeben sich aber andere Dinge. Sie leben in einer dynamischen Region und sie sagt, es wäre vielleicht viel besser, wir würden die Wohnbauflächen auf der anderen Seite ausweisen. Bis jetzt wurde diesem Belang Rechnung getragen und die Kommune hatte plötzlich sowohl im Osten wie im Süden Wohnbauflächen zur Verfügung, obwohl ihre festgelegte Flächenobergrenze damit überschritten ist. Und dieses Verfahren zum Flächenausgleich wurde genau deshalb eingeführt, zu sagen, jawohl, wenn du umplanst, dann ist das völlig in Ordnung, aber dann gib bitte die Fläche zurück, die vorher nicht genutzt worden ist. Der Flächenausgleich soll im Verhältnis 1:1 und möglichst in der gleichen Kategorie erfolgen. Die zurückgegebenen Flächen sollen wieder für die Landwirtschaft nutzbar gemacht werden oder als Grünflächen dienen. Ausnahmen gelten lediglich für Photovoltaikanlagen auf ehemaligen Konversionsflächen oder Biogasanlagen. Die neue Richtlinie muss nun noch von der Verbandskammer verabschiedet werden.